Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Technikvideo, wieder mal aus dem Bereich Solar, Notstrom, Akku, Powerbank, Ladegeräte. Hier oben seht ihr mein X-Dragon 5-Fach-Panel. Damals war mein X-Dragon 3-Fach-Panel auf einem eineinhalbmonatigen Australien-Trip dabei. Hat den Kollegen hervorragende Dienste geleistet. Also die Dinger funktionieren selbst hier. Ich sehe gerade selbst bei der Zimmerbeleuchtung, fängt das Gerät an zu laden. Das sind, glaube ich, auch monokristalline. Und natürlich auch klasse, das große Solarpanel. Das erzeugt natürlich richtig Fettstrom. Hat aber in dem Fall keinen Speicher dabei. Dafür hat man dann sowas wie hier zum Beispiel der RevPower. Neue 20.100er Hightech-Bank mit richtig viel Power. Aber ich habe noch eine Lösung hier, um mal auch Doppel-A und Triple-A zu laden. Meine schöne Lampe mit 18650er kann ich hervorragend in der Taschenlampe laden. Den Halter stellen wir auch mal vor. Denn diese Lampen hat zum Beispiel Micro-USB, kann ich natürlich wunderbar an so eine Powerbank hängen und 18650er da drin laden, sozusagen als USB-Ladegerät verwenden. Aber für Doppel-A und Triple-A brauchen wir was anderes. Und hier kommt von GP die Charge Anyway zum Einsatz. 2-in-1 Power Ladegerät, ein USB-Akku-Ladegerät und eine Powerbank mit wiederaufladbaren, ja, muss man aufpassen, Einweg- und Akkus. Als Powerbank darfst du natürlich dann auch Einwegbatterien verwenden, um den Strom abzuziehen. Zum Laden darfst du natürlich nur Akkus reinmachen. Das ist das Fullset, das kommt mit 4 Doppel-A Nickel-Metall-Hybrid-Akkus mit jeweils 2600 mAh. Das heißt, man kann also hier von einer 10.000er Powerbank sprechen. Und hier sieht man mal ein paar Bilder. Ne? Man hat das Gerät, um Doppel-A oder Triple-A-Akkus zu laden. Man kann es natürlich auch als Powerbank verwenden und den Strom auch wieder abziehen. Das ist natürlich hervorragend. Und man kann im Notfall natürlich auch Einwegbatterien nehmen, um das als Powerbank zu verwenden. Und man kann sogar mischen. Zwei Doppel-A, zwei Triple-A. Was man halt gerade zur Verfügung hat, kann man hier im Notfall irgendein USB-Ladegerät mit versorgen. Nehmen wir an, ihr habt ein Handy, kein Strom mehr, habt aber irgendwo Einwegbatterien rumfahren. Dann könnt ihr wunderbar das Gerät nehmen, um im Notfall Strom aus Einwegbatterien in ein Smartphone zu bekommen, um einen wichtigen Anruf zu tätigen. Zum Beispiel. Super leicht, super kompakt. Kommt mit einem Micro-USB-Kabel. So, schauen wir uns etwas genauer an. Alles aus Kunststoff gefertigt. GP Charge Anyway. Ja, Micro-USB ist der Eingang und der normale USB ist der Ausgang. Moment, es ist noch geschützt. Hier haben wir so eine Plastikklappe, die kann man runterziehen. Dann bleibt sie entweder hier hängen oder man kann sie ganz wegmachen. Wir haben hier noch den Kunststoffschutz drin. Ups, den müssen wir natürlich rausnehmen, wenn wir die Powerbank betreiben wollen. Da sind dann gleich noch vier gute Akkus mit dabei. Das ist einfach nur der Kontaktschutz. So sieht das Gerät leer aus. Technische Daten. 5 Volt, 1 Ampere Ausgang. Sehr schön. Da kann man natürlich dann hier unten setzt man entweder Triple-A ein oder oben Doppel-A. So. Hier sehen wir. Jawohl, passt. Können wir jetzt mal hingehen, schauen, ob die ganz voll sind. Da hängen wir es jetzt einfach mal an eine andere Powerbank. Dann können wir da drin Akkus hervorragend. Und dann sehen wir hier, beginnt zu blinken. Aber grün sollte dann eigentlich schon voll sein. Und wir können das Ganze natürlich dann auch als Powerbank verwenden, indem wir es einfach umstecken und nutzen das Ganze hier als Ausgang, um damit einen anderen Stromverbraucher mit Strom zu versorgen. So. Rot geht auf Laden. Damit übertragen wir jetzt aus den Nickel-Metall-Hybrid-Akkus
in Form einer Powerbank den Strom in die Taschenlampe. Für so einen Zweck kann man natürlich da auch im Notfall Einwegbatterien nehmen. Noch so ein kleiner Vorteil, vielleicht diese Powerbank. Ihr habt hier keine Lithiumtechnik mit dabei. Solltet ihr irgendwie Flugreise oder ähnliches, wo es halt Probleme gibt mit dem Transport von Lithium-Akkus, na, ist ja heutzutage wegen so ein Problem, muss ja immer als Gefahrgut deklariert werden und in manche Flieger darf man es nicht mit reinnehmen oder nur ins Handgepäck, wie auch immer. Hiermit habt ihr keine Lithium-Technologie an Bord und ich denke, mit dieser Not-Powerbank kommt ihr in jeden Flieger, egal Handgepäck oder aufgegebenes Gepäckstück. Ja, interessante kleine Box. Preislich liegt sie mit den vier Akkus bei 25 Euro. Aber man hat natürlich auch noch so eine Notfalllösung. Prepper-Gedanke wieder her, Stromausfall, irgendwas. Oder einfach mal die 2-in-1-Möglichkeit hast. Du kannst mit den Doppel-A's irgendwelche Geräte versorgen und gleichzeitig auch nochmal was laden. Oder einfach es als Ladegerät zu verwenden. Was natürlich cool ist, wenn du dir einen Haufen Endgeräte organisierst. Ich weiß von BFG, der kauft sich nur Sachen für Doppel-A. Bei ihm muss immer irgendwie Doppel-A reinpassen. Wie hier zum Beispiel meine Notleuchte ist auch so eine Geschichte. Sowas muss natürlich für mich auch mit Doppel-A funktionieren, damit man wirklich im Notfall, wenn man Licht braucht und Strom ist alle, einfach Doppel-A hast du einfach immer und überall. Ja, da weiß ich, da ist BFG auch immer hinterher, der besorgt sich alles nur, wenn er die Wahl hat. Doppel-A-Lösungen und mit so einem Gerät kannst du natürlich wunderbar im Sommer schön tagsüber, wenn ich ja als jedes schön Wetter ist, die große Solaranlage raus. Daran schließe ich die Anlage mit an. Die 20.000er zusammen mit dieser wahnsinnigen Solarfläche ballerst du die ratzfatz voll und hast somit immer da erstmal gratis Strom. Da die aber auch noch einen zweiten Ausgang hat, kann man da auch gleich zum Beispiel noch Doppel-A laden oder 18650er über eine Taschenlampe. Hat es damit eigentlich, wenn man es geschickt ausnutzt, das Sonnenlicht tagsüber, immer genug gratis Strom abends zur Verfügung, um Handys zu laden. Maria lädt zum Beispiel ihr Handy immer sehr oft über diese Powerbank. Damit kann man jetzt eben dann auch Doppel-A's laden, die ich eben in sehr vielen anderen Geräten, Fernbedienungen, ich habe überall so LED-Lichtle, die auf Bewegungsmelder reagieren. Da kannst du natürlich immer schön jetzt, wenn im Frühjahr wieder mal wegen die Sonne auf dem Balkon kommt, morgens Akkus laden und hast eigentlich immer jede Menge gratis Strom. Interessante Box, die von GP, das ist glaube ich so eine deutsche Vertriebsmarke, Charge Anyway, cool. Ladegerät und Powerbank in einem. Funktioniert auch im Mischbetrieb und als Powerbank-Notlösung sogar mit Einwegbatterien. Jo. Wollte ich mal ganz kurz vorstellen. Grüße gern an Darko raus. Hau rein, Alter. Ciao, macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Und immer schön für Notstrom sorgen, ne, Freunde. Also, ciao, macht's gut. Bye, bye.